Zombie Apocalypse. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zusammen, liebe Zuschauer da draußen, zu einer neuen Folge von Let's Play Notruf 112, die Feuerwehrsimulation. Schön, dass du mir den Platz hier zu meinem neuen Video gefunden hast. So, jetzt kann es eigentlich auch schon losgehen zu unserem nächsten neuen Einsatz. Einsatzstichwort lautet gerade PKW-Brand und wir sind jetzt schon voll besetzt mit dem LF24 und fahren jetzt erstmal zur Einsatzstelle. Wir gehen jetzt erstmal auf Status 3. Müsste eigentlich normalerweise der Gruppenführer machen, aber der hat anscheinend Wichtigeres zu tun, als gerade die Statusmeldung rauszugeben. Tja, sehr interessant. Aber trotz alledem, ich freue mich natürlich, wie gesagt, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich freue mich endlich mal wieder, Notruf 112, die Feuerwehrsimulation, hier auf meinem Kanal zu zeigen. Es ist ja wirklich schon länger her, als ich das ein letztes Mal gemacht habe. Und in dieser Zeit, wo ich das halt nicht mehr hochgeladen habe, dieses Let's Play, kamen sehr viele Leute auf mich zu und meinten, hey Robin, wirklich, ganz im Ernst, lade mal bitte wieder N112 hoch. Ja, das habe ich natürlich nicht bloß einmal, nicht zweimal. Nee, ich habe es dreimal bekommen, diese Nachricht. Nee, also Spaß beiseite. Es waren wirklich sehr viele Fragen, sehr viele Wünsche von euch, dass endlich wieder Notruf auf meinem Kanal gezeigt werden soll. Und was soll ich sagen? Ihr seht es jetzt hier nicht live, aber trotzdem, ihr seht endlich mal wieder ein neues Video. Und ich habe mir das jetzt endlich mal so ausgemalt, dass ich das endlich öfters zeigen möchte. Also nicht nur einmal jetzt und dann in 2 Monaten wieder. Nee, ich möchte das probieren, jetzt regelmäßig zu zeigen. Ob das funktioniert, ist was anderes. Aber ich bin schon mal optimistisch. So, wir sind am Einsatzort eingetroffen. Wir starten jetzt unseren Einsatz als Angriffstruppführer. Oh ja, ihr seht, mitten auf der Straße steht ein brennender PKW. Die meinen Kameraden stehen jetzt erstmal davor, das ist der Maschinist und der Gruppenführer. Die stehen da erstmal und schauen, was sie jetzt als nächstes machen. Ne, hier ist der Maschinist. Okay, dann ist das da, ah okay, der Wassertrupp und der Wassertruppführer. Wie, das wart jetzt schon, ja? Ich habe gedacht, hier ist sonst was passiert. Aber hier ist halt anscheinend wieder nur das Auto, irgendwie falsch abgekommen, sage ich es mal einfach, und dann irgendwie so gelandet. Und dann ist natürlich sofort in Brand aufgegangen. Fragt mich nicht warum, aber es ist halt so. Das ist leider Realität hier geworden in Mülheim an der Ruhr. Dass man jetzt hier sozusagen auch Fahrzeuge auf der Straße sehen kann, die wirklich komplett demoliert sind und an einfach irgendwann anfangen zu brennen. Ich weiß halt nicht, wie man sowas schafft, ne? Ganz im Ernst mal gesagt, aber gut. Schön, dass wir trotzdem diesen Einsatz jetzt erfolgreich abgeschlossen haben. Also das freut mich natürlich richtig, dass wir das jetzt hier wieder so schnell absolviert haben. Ich bin aber auch sehr gespannt, wie die Reise gleich weitergeht. Denn, liebe Leute, so wie früher werde ich das jetzt mal nicht machen. Also ich werde jetzt hier nicht nach einem Einsatz bzw. 2 Einsätzen das Video beenden. Nee, die soll natürlich auch ein bisschen laufen, ein bisschen länger sein und deshalb solltet ihr auch natürlich mehr Spaß daran haben. Und jo, wir switchen mal rüber auf Status 1. Als Angriffstruppführer haben wir heute gar nichts zu tun gehabt. Leider ein bisschen schade, finde ich, aber was willst du machen? Da steckst du halt nicht drin. Ich bin gerne Führer. Deshalb gab es jetzt für mich hier keine weiteren Aufgaben. Ich habe jetzt nur höchstens das Gerätefach geöffnet, obwohl ich das eigentlich auch gar nicht machen sollte. Aber
Man muss ja auch irgendwie seine Arbeit hier suchen am Einsatzort. Und ja, ich weiß natürlich schon, was auf uns zukommt. Also wir haben jetzt bestimmt hier wieder tausende Ampeln vor uns, die jedes Mal rot sind. Das Glück hat man leider immer wieder. Immer wieder aufs Neue freut man sich, dass man rote Ampeln hat. Schade eigentlich. Also, das ist jetzt mal so ein kleiner Auftakt gewesen hier. Dieser kleine PKW-Brand. Ich hoffe einfach mal, dass wir jetzt einen größeren Brand bekommen, beziehungsweise einen größeren Einsatz. Verkehrt wäre es natürlich nicht. Also, ich könnte vielleicht mal ein paar Beispiele bringen. Zum Beispiel ein Großcontainerbrand. Vielleicht aber auch ein Verkehrsunfall 2. Wäre vielleicht auch nicht so schlecht. So schlecht. Dass man sozusagen auch länger am Einsatzort ist. Also ich habe jetzt schon das Gefühl, man fährt bzw. fährt zur Wache länger, als wenn man beim Einsatzort ist. Also das hat jetzt hier bloß, ich sag mal, eine Minute gedauert, wenn überhaupt. Und dann war der Einsatz auch schon abgeschlossen. Was haben wir eigentlich noch so? Wir haben hier den Status 1, genau. Dann haben wir Einsatzbereit auf Wache. Den können wir gleich nehmen, denke ich mal. Denn ich glaube, wir müssten eigentlich gleich wieder auf der Wache sein. Das ist jetzt sozusagen die große Hauptstraße und jetzt fahren wir, glaube ich, geradeaus. Oder? Nee, rechts. Nee, doch geradeaus. Dann war es doch richtig. Und da vorne müsste die Wache jetzt eigentlich schon sein. Also so ein bisschen kenne ich mich jetzt auch schon aus hier. Das ist, ja, ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Wenn man sich so ein bisschen hier auskennt und so ein bisschen weiß, wo hier was ist. Dann macht das schon alles ein bisschen mehr Sinn. Aber schade, dass man diesen Rückfahrtweg nicht überspringen kann irgendwie. Also das wäre natürlich bombastisch, wenn das gehen würde. Das würde mir wirklich gefallen, denn mich nervt es schon, wenn man jetzt jedes Mal hier im Video mit einer roten Ampel stehen bleibt, obwohl man das gar nicht möchte. Aber man kann halt nichts dafür, ne? Also dann muss man natürlich irgendwie etwas erzählen. Dass man wenigstens die Zeit irgendwie rumbekommt. Was willst du machen? Mehr geht leider nicht. Aber wir haben es endlich geschafft. Wir sind wieder zurück auf der Wache. Und ich würde sagen, wir gehen mal sofort auf Status 2. Achso, und na klar, wir bekommen ja bestimmt gleich den Einsatzbericht. Also darüber freue ich mich immer so am besten. Wenn wir den gleich in die Pfoten bekommen. Also, ehrlich, nächstes Mal bin ich Maschinist. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Also, ist ja richtig schlimm. So, Leute, haltet euch fest, nehmt euch Popcorn und Cola oder sonst was. Jetzt kommt der liebliche Einsatzbericht. Nee, halt, warte mal, lieblich war doch Wein. Aus bisher ungeklärter Ursache fing der PKW und Motorraum Feuer. Der Fahrer bemerkte das Feuer rechtzeitig und konnte sich in Sicherheit bringen. Halt, was? Da war ein Fahrer? Wo ist denn der hin? Anscheinend weggerannt. Durch das rechtzeitige Eintreffen der Einsatzkräfte konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden. Hey, ja. Da hättest du auch mit einem Bollerwagen hinfahren können, mit einer Person und hättest da was rüberkippen können. Das war es dann eigentlich auch schon. Während des Einsatzes blieb die Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Ja, man kann natürlich auch ein Fass aufmachen, ne? Also, man kann auch gleich alle Straßen sperren, die es so gibt. In komplett Mülheim an der Ruhr, dass man hier wirklich Ruhe hat, auf Deutsch gesagt. Nur damit man diesen kleinen Brand erlöscht. Aber hey, okay. Der nächste Einsatz ist jetzt erstmal abgeschlossen und jetzt ist erstmal Kaffeezeit. Wir holen uns erstmal einen Kaffee, ein Stückchen Kuchen vielleicht, wenn die Kollegen nicht alles schon weggemampft haben. Da bin ich ja mal gespannt, was wir jetzt hier gleich noch abbekommen. Das ist doch nicht euer Ernst, ne? Sag mal, Kollegen. Was war denn das hier gerade? Kollegen, was ist hier los? Könnt ihr mir das mal beantworten? Also, ich hatte jetzt wirklich einen richtig schweren Job gerade eben. Ich habe wirklich gerade nichts gemacht. Und ihr trinkt mir einfach den ganzen Kaffee weg, den Kuchen, und jetzt ist die Cafeteria auch schon geschlossen. Was ist denn hier los? Welle 24? Wir sind doch wieder da. Ich bin auf Status 2. Tja, die Cafeteria hat leider geschlossen. Das kann doch nicht euer Ernst sein, ihr Egoistenschweine. Was ist denn hier los? Ey. Tja,
Super, die mal in seinen Kaffee vergessen, hab dann mir da aber drin gemixt oder. Hallo? Die will anscheinend niemand mit mir reden, die sind alle stumm irgendwie geworden. Ja, verstehe ich auch. Wir hatten vor kurzem ein Wochenende und die Wache wurde saniert. Und da waren fast eigentlich alle Einsatzkräfte, die auf dieser Wache stationiert sind, im kurzzeitigen Urlaub. Deshalb wundert euch nicht, dass die alle so ein bisschen taubstumm sind. Nicht taubstumm, die sind stumm. Also die wollen anscheinend irgendwie nichts hören oder nichts sagen oder gut. Verkehrsunfall 3. Person eingeklemmt. Huhu. So. Gruppenführer? Nee. Angriffstruppführer? Nee. Wir nehmen jetzt mal den Angriffstrupp Mann. Schön. Der nächste Verkehrsunfall. Achtung. Hilfeleistung. Verkehrsunfall VU3. Einsatz für LF24. RTW1. NEF1. Marienhof. Da sind wir heute aber ganz schön gefragt, ne? Er ist Angriffstruppführer? Jetzt Angriffstruppmann und schon wieder ein Verkehrsunfall. Florian Mittelmark. Was sind wir eigentlich für eine Kennung? Steht die irgendwo? Das ist ja gut. Wir haben gar keine Kennung. Keine Kennungsnummer. Ja, ich wollte eigentlich sagen, wir gehen auf Status 3. Das macht ja der Gruppenführer nicht. Ich mache das selber einfach. Jedes Mal aufs Neue wird man hier überrascht. Also die Gruppenführer hier in Notruf 112 sind wirklich sehr, sehr kompliziert. Das kann man so sagen, wie es ist. Ne? Die steigen ein in ihre warme Stube, Sitzheizung erstmal auf volle Karacho, dann Tür zu und los. Dann vielleicht noch ein bisschen schlafen zwischendurch. Keine Statusmeldung rausgeben, nichts, gar nichts, nicht reden, nichts machen. Und dafür werden die bezahlt? Tja, Gruppenführer müsste man sein. Das könnten wir vielleicht beim nächsten Video machen oder so. Aber ich glaube, da hat man einfach nichts zu tun. Das ist, glaube ich, viel zu lame. Ich glaube, das will man nicht machen. Jetzt fahren wir erstmal hier den, ja, erstmal rübergefahren. Kostet ja nichts, ne? Doch, letztes Mal Angebot war es bei Aldi, glaube ich. So ein Weitwarenblitzer. Wisst ihr was? Wir sind auf Status 4. Wir sind soeben am Einsatzort eingetroffen. Das ging ja recht zügig. Und wir starten jetzt mal sofort unseren Einsatz. Helmkamera ist da. 1352. Es ist schon ein bisschen dunkel geworden hier. Hier wieder zwei Rocker, die hier mitten auf der Straße stehen. Verstehe ich. Hier Wassertrupp höre. Okay. Eine Person noch im Fahrzeug. Anscheinend Betriebsstoffe ausgelaufen. Reifen von Achse gelöst, der Kofferraum wird jetzt erstmal aufgehebelt mit dem Spreizer, dann wird sofort die Batterie abgeklemmt, ach, das muss ich machen. Brandschutz wurde hergerichtet, wir haben schon mal alles, was wir für einen Verkehrsunfall brauchen. Die stehen jetzt erstmal alle drumherum und wir klemmen jetzt erst, ach, das war's schon, okay, dann holen wir gleich mal die nächste Sache aus dem wunderschönen Fahrzeug. Bremsblock. Man macht doch mal alles auf hier, Jungs. Jedes Mal muss ich das machen. Den nehmen wir erstmal hier aus dem Fahrzeug und die wird dann. Ja, der Bremsblock wird dann sozusagen unter die Reifen gepackt, damit das Fahrzeug vor den Wegrollen gesichert ist. Ganz einfach dazu gesagt. So, jetzt müsste er, genau, jetzt kommt der eine Kamerad mit einem Halligen-Tool, der kloppt jetzt erstmal wie so Bekloppter gegen das Auto. Ich darf jetzt den Spreizer nehmen, das ist ja eine Ehre für sich. So, das nehmen wir uns erstmal und werden dann erstmal an das Fahrzeug, denke ich mal. So. Dann wird jetzt erstmal hier die Tür ein wenig aufgespreizt. Und danach müsste sicherlich die Schere kommen. Das macht dann, glaube ich, hier mein Kumpane, der Angriffstruppführer. So, dann einmal ablegen und die Schere sofort holen. Also dieser Einsatz gefällt mir schon ein bisschen mehr als der erste, muss man wirklich mal dazu sagen. Der ist einfach, ja, ganz entspannt,
Ist ja mal wieder so mein Wort, was ich in fast jedem Video sage. Halligenthul? Geh zu Halligenthul. Wo habt ihr das hingepackt? Geh zur Autotür. Okay, ach, da liegt's ja. Nee. Halt. Halt, stopp. Das Halligenthul bei euch. Das müssen wir natürlich erstmal wiederholen. Das hat irgendein Saftsack. Entschuldigung. Irgendein lieber Typ hat das weggeräumt. Ach, da drüben ist es. Mitten auf den Boden geschmissen. Das kostet ja überhaupt nichts. Ah, wer war denn das schon wieder? Unmöglich. Jedes Mal das Gleiche. So, dann kloppen wir erstmal hier rein. Also man, das hätte man eigentlich auch schon gleich zu Beginn machen können, aber nee. Man bringt das erstmal weg, arbeitet ein bisschen und dann bringt man das wieder weg. Muss man nicht verstehen. So, der Spreizer ist jetzt erstmal wieder in meinen Händen und die nächste Tür wird jetzt erstmal aufgespreizt. So, das sollte das erstmal gewesen sein. Jetzt kommt der Angriffstruppführer und wird den Rest übernehmen. So, und jetzt kommt auch schon der Rettungsdienst in Frage. Was macht denn der jetzt? Der holt eine Decke, glaube ich, ne? Die holt er jetzt. Das fällt ihm ja richtig früh ein. Also wir kloppen hier mit einem Halligenthul. Man weiß nicht, man nimmt hier einen Spreizer, dann eine Schere und die Decke, die kommt jetzt erst. Cool. Super. Was ist denn da zum Aufnehmen? Nix da! Du kriegst keine Decke. Ne, hier, nimm sie mal. So. Achso, Halligenthul brauche ich wieder. Gut, da hinten ist es. Schon wieder, was muss ich jetzt machen? Die Scheibe einschlagen, wa? Das ist aber auch die Decke. Also das ist eine Animation vom Feinsten, guck mal da. Die Farbe ändert sich einfach von Gelb ins in Weiß. Schön. So, hier nochmal einfach die Frontschutzscheibe, die ist eingeschlagen. Und jetzt kommt der Angriffstruppmann, endlich. Jetzt wird erstmal das Dach abmontiert. Boah, das zieht sich alles schon ganz schön in die Länge. Aber die Polizei ist vor Ort. Sehr, sehr schön, die Straße komplett dicht. Feuerwehr, Rettungsdienst, Notarzt, alle sind vor Ort. Das ist hier sozusagen ein etwas größerer Einsatz, den wir gerade hier sehen. Gefällt mir, wirklich. Also das macht Spaß gerade. Wenn man gerade jetzt auch einen Trupp wählt, der auch sehr viel arbeitet am Einsatzort, ist das gar nicht mal so verkehrt. Also ich glaube, die Person ist jetzt erstmal befreit. Der Rettungsdienst klaut sich die Decke. Dann ist er erstmal weg und die Person könnte jetzt eigentlich normalerweise aussteigen. Also man sieht jetzt hier nicht weitere Details. Er beklagt sich jetzt auch irgendwie nicht. Schneiderrad benutzen? Was? Hallo? Ich bin... Hä? Leute, was passiert hier? Ich bin gerade Feuerwehr bzw. Rettungsdienst. Ich bin alles in ein. Ach nee, Notarzt sogar. Jetzt bin ich gerade ein bisschen verpackt. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Er stand einfach benutzen gerade. Ich wusste gerade nicht, was das war. Dann switche ich mal ganz kurz rüber. Was genau passiert hier? Guck mal. Die sind ineinander gebackt. Also Sachen gibt es ja auch wieder. Das ist ja auch... Nee. Jetzt ist der eins, glaube ich, gefährdet. Und kann leider nicht mehr abgeschlossen werden, weil das gerade wieder ein bisschen rumbackt, das Spiel. Das finde ich sehr, sehr schade gerade. Aber was soll ich machen? Da steht benutzen. Ich habe gedacht, man muss dann irgendwie die Person irgendwie aus dem Fahrzeug holen. Also das ist natürlich jetzt nie so schön, ne? Schade eigentlich. Ich glaube, der Einsatz wird dann somit nicht mehr abzuschließen sein. Das finde ich ja gerade sehr, sehr merkwürdig. Ich hätte gedacht, das hat sich endlich etwas geändert hier in Notruf 112. Aber anscheinend doch nicht. Also es gibt immer noch ein paar Bugs an jeder Stelle. Da freue ich mich ja sofort schon auf Notruf 112, die Feuerwehrsimulation 2. Da bin ich sehr gespannt, wie dieses Spiel wird. Aber erstmal gefällt mir
Und trotzdem muss ich sagen, ich werde dieses Spiel oder dieses Projekt trotzdem auf meinem YouTube-Kanal zeigen. Denn es ist wirklich, muss man wirklich auch ehrlich dazu sagen, das beste Feuerwehr-Simulationsspiel, was es so für den PC gibt. Also das ist wirklich sowas von spaßig, obwohl auch, ich weiß nicht, an jeder Stelle es buggt und es Fehler gibt im Spiel. Aber trotzdem macht es einfach einen mega Spaß, dieses Spiel zu zeigen und einfach mal so ein Rundchen zu spielen. Also das macht wirklich richtig Spaß, solange alles reibungslos funktioniert und die Einsätze erfolgreich abgeschlossen werden können. Es ist einfach eine richtig rundum schöne Feuerwehrsimulation. Und die passt natürlich auch wunderbar auf meinen YouTube-Kanal. Wenn man schon sieht, LS17, LS19 Feuerwehr, dann weiß man schon, Notruf 112, die Feuerwehrsimulation passt da auch richtig gut mit zu. So, liebe Leute, also nachdem wir jetzt diesen kleinen Bug haben in diesem Spiel, kann ich diesen Einsatz jetzt leider nicht weiter fortsetzen. Deshalb verabschiede ich mich jetzt heute für dieses Video bei euch. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne es wissen mit einem Däumchen nach oben und abonniert mich, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ja, und dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder, falls ihr mögt, im nächsten Video. Bis dahin, ich wünsche euch was. Macht's gut. Ciao.